Jetzt. Wie sitzen meine Haare? Oh, ich glaube ganz geil. Ja, nochmal schön nachgestylt und so, ne? Ja, gerade. Ja, muss, ne? Für euch. 1, 2, 3. Hallo, liebe Tabletop. Nein. Boah, jedes Mal macht er ja, das. Ja, weil ihr das auch jedes Mal, du nicht, aber auch jedes Mal so leise. Du bist doch keine Maus. Und komm mal hier in das Bild. Guck mal, du hast doch einen halben Kopf abgeschnitten. Wer hat denn diese Kamera eingestellt? Das ist alles gut. Ich muss einfach mal einen Schritt zurücktreten. Ja. Dann geht das auch. Genau, nicht immer vor das Vordergrund. Genau, im Vordergrund spielen. Daher kommt das nämlich, wie wir alle wissen. 1, 2, 3. Hallo, liebe Tabletop-Freunde. So, weil sonst kommt eh immer halt. Halt. Immer Furio. Ja. Ist das nicht der, den du vorhin gesucht hast? Nein, Schwarzen. Ich suche den Schwarzen. Okay. Gut, er sucht einen Schwarzen. Jetzt fragen die sich, was sucht er, einen Schwarzen? Ja, ich suche einen Schwarzen. Ja, ich bin hier heute zu Gast. Genau, du bist heute zu Gast, denn der Pfeife spielt heute mit seiner Warband sein zweites Spiel. Insgesamt sind wir, ich weiß nicht, bei 9, bei 10, kann ich gerade gar nicht sagen. Aber zweite Game für den Pfeife. Erste hat er ja direkt so eine Hardcore-Mission zusammen, / gegen, wie auch immer, den Dennis gespielt. Das habt ihr vielleicht gesehen. Aber habe ich im Andrücken, habe ich gewonnen. Ja, mega. Ja, stimmt. Du hast auch noch gewonnen. Mega. Ja, und jetzt, heute, hat der Pfeife sich überlegt, er greift mal ein neues Feld an. Aber welches das genau ist und was auch mit seiner Warband passiert ist, das seht ihr jetzt gleich. Seht die Map und hier unten ist der Händler ganz im Süden. Pfeife ist ganz im Norden, daneben der Dennis mit seinen 3 Feldern, hier der Marvin mit seinen 3 Feldern, ich mit meinen 3 Feldern, Tibo mit seinem 1 Feld, obwohl er schon 2 Games gemacht hat, naja gut. Pfeife mit seinen 2 Feldern, gerade befindet er sich hier und ja, jetzt ist zum einen die Frage, wo du denn hin möchtest, aber zum anderen auch, was denn unser Händler macht, weil vielleicht beeinflusst das ja deine Entscheidung, was du denn zu tun gedenkst. Der Händler. Ich würfel mal den Händler. So, was genau passiert denn jetzt? Da ist ja ein Krater. Richtig. So, und vielleicht kennen das noch welche von euch, das Spiel Pac-Man. Was war mit Pac-Man, wenn der an der einen Seite raus ist? Richtig, er ist zur anderen Seite wieder rein. Dann fragen sich alle, ja, wieso gehen wir im Krater? Genau so geht das, nämlich nur beim Krater. Denn der Händler muss über gewaltige Energieressourcen verfügen, um kurzzeitig den Super Pursuit Mode mal einzuschalten. Dann geht es nämlich die Kraterwand hoch in einer Looping Konkave über diesen... gesamte Fläche des Kraters. Kratzt kurz den Äther und kommt dann wieder rein. So, also... Das heißt, wenn er jetzt hier hinfahren würde, da raus, ne, der Pfeil wird ja auf diese Kante zeigen, heißt das für mich, der fährt dann da wieder rein? Eigentlich schon, ja. Bei Marvin? Müsste, ja. Ja. Da haben wir jetzt ein Problem. Wie machen wir das mit der Fahne? Das überlegen wir uns noch. Auf jeden Fall kommen da noch die Fahnen des Händlers hin. Und wenn jetzt einer von euch sagt, wieso geht denn dann der Händler nicht aus dem Krater raus? Das geht wiederum nicht bei den Wänden. Er will eigentlich immer, aber er verpasst es und dann fährt er doch weg. Wahrscheinlich, das ist, weil die Wände oben so gewölbt sind. So nach innen gewölbt. Ja, genau, man kann da nicht raus. Das war wieder ein neuer Versuch des Händlers, dem Krater zu entfliehen. Wahrscheinlich, das hat aber nicht funktioniert. Aber das Messer brauche ich nicht. Nimm das wieder mit. Fall ich damit die Treppe hoch. Ja, dann stirbst du mit einem Messer im Bauch. Und schon sind wir wieder da und hatten das mit dem Krater jetzt gerade mal geklärt.
Also, der Händler ist tatsächlich gar nicht in deiner Nähe, sondern in Marvin, der eh so unheimlich schlecht abgeschlossen hat bisher. Aber was machst du denn? Wen möchtest du denn angreifen? Angreifen möchte ich jetzt keinen. Ich möchte ein Feld versuchen zu erobern, weil ich bin mal gespannt, was hier ist. Weil das ist ja ein Versorgungsfeld. Könnte Energie, könnte auch Wasserversorgung sein. Was bringt mir das? Das bringt dir, dass sich deine ründlichen Warband-Kosten reduzieren. Ich glaube, einen Würfel, den man würfelt, muss ich nochmal nachgucken. Aber auf jeden Fall kannst du deine Unterhaltskosten reduzieren. Immer zwischen den Spielen. Okay. Und du bist der Erste, der tatsächlich so ein Feld angreift. Weil wir hatten schon Nest-Battle-Reports, wir waren schon im Vault. Wir haben ganz normale Loot-Missionen gemacht. Wir haben schon ein Tech-Zentrum gesehen. Heute geht es tatsächlich um eine, ich glaube, Wasserversorgung. Aber dazu erzählt euch der Thibaut nachher mehr. Der macht nämlich heute hier wieder den NPC-Part, genau, weil er das so exzellent gemacht hat bei den letzten Mal. Aber bevor er das tun kann, muss der Pfeiffer euch mal seine Warband zeigen. Denn da hat sich nämlich was geändert zum letzten Mal. Mega, Junge. Ja. Das mache ich natürlich jetzt sofort. Kommen wir mal zu meiner Warband-Vorstellung. Wen ihr noch kennt, das ist der Bernd. Ne? Der Bernd ist ja der Leader hier. Bernd ist auch das letzte Mal nicht aufgestiegen. Er hatte nicht genug XP-Punkte. Da fehlen ihm noch zwei. Bei dem hat sich auch nichts verändert. Also er hat jetzt 5 XP gesammelt und ja. Der Eddie, der hatte letztes Mal nur 2 XP-Punkte bekommen, weil er einfach mitgemacht hat. Da hat sich auch nichts verändert, der ist so, wie er ist. Der Dieter, also nicht Dieter, sondern mit TH, also Dieter, ist auch so geblieben, wie er ist. Der hatte letztes Mal einen Kill, deswegen hat er jetzt irgendwie 3 XP-Punkte dazu gekriegt vom letzten Spiel. Die 1 ist ja fast abgekackt. Und da war das Problem, oder er hat dieses Game eine Verwundung und musste deshalb auf alle Würfelergebnisse minus 1 rechnen. Dann neu habe ich dabei den Sigi die Flamme. Sigi die Flamme ist ein Raider mit einem selbstgebauten Flamer, wie man sieht. Und Sigi ist ein Specialist, Human. Kostet mich 58 BS, Move 5, Melee 4, Range 4, Strange 5 im Klammern 6, weil Light Weapon hat er noch dabei, die er dann umtauschen kann, falls der Flamer leer ist, weil für den Flamer muss ich ja gleich würfeln, wie oft er denn überhaupt schießen kann, und wenn ich dann eine 1 habe, ist das natürlich ziemlich kacke und dann wird er nur noch mit den Fäusten rummachen, geht gar nicht, deswegen nochmal einen Light Weapon. Metal 5, Defense 6, Plus 1, weil ich habe ihm noch eine Roid Armor gekauft. Und ja, den Flamer, den habe ich ja vom Dennis letztes Mal gekommen im Austausch für seinen Typi, den ich da als Geisel genommen habe. Deswegen hat er mich nichts gekostet. Das ist Sigi. So, und dann haben wir noch, muss mal eben hier rum. Dann haben wir hier noch Billy. Billy ist ein Rank and File, kostet mich 30, Move 5, Melee 4, Range 4, in Klammern 12 für die Knarre, hat eine Maschinenpistole, Strange 6 mit der Maschinenpistole, sonst natürlich 5, Metal 5, Defense 6 und Wounds nur eine. Und Defense 6 deswegen, weil er Scrap Armor angezogen hat. Und jetzt muss ich nochmal überlegen. Scrap Armor, genau, die war nämlich für nicht für Nahkampf, sondern für Fernkampf. War das plus 1. Soweit ich mich erinnern kann, wenn ich jetzt keinen Scheiß erzähle. Genau andersrum höre ich gerade. Also, sie ist für Nahkampf. Ja, genau, weil die anderen Spasten sind ja alle hier im Nahkampf. So, wenn sie nämlich dann ankommen und dann ihm eine hauen wollen, dann hat er wenigstens noch mal einen auf Defense. So sieht's aus. Das ist meine Warband, also die Triple Bs, ne?
Die Bernds Bommelbande geht nämlich jetzt ins Wasteland und versucht jetzt mal hier diesen Versorgungsapparat da einzunehmen und dann schauen wir mal, ob ich das schaffe. So, das ist das heutige Spielfeld. Ein Wasserspeicher oder mehrere davon. Schön eingezäunt, anscheinend einmal schon im Besitz einer anderen Gruppe gewesen, denn es gibt ein paar Befestigungen hier vorne. Startposition wird hier vorne sein. Dann haben die vorigen Besitzer, das waren absolute Schrottsammler, die haben jeden Scheiß mitgenommen, den sie finden können. Und deshalb sieht das hier auch ein wenig verwahrlost aus. Das große Ziel des Spiels wird sein, dieses Seil hier oben zu looten. Denn das braucht Bernds Bommelbande, wie war das? Triple Bs, das sind Bernds Bommelbande. Bernds Bommelbande. Er braucht das nämlich, um für ein Tor hier vorne eine Zugtür zu bauen. Das ist das einzige Seil. Das ist jetzt echt eure Idee? Ja, richtig. Das mit dieser Matratze ist ja wahrscheinlich, die dann die Zugbrücke darstellen soll, oder was? Nein. Aber guck mal, du siehst doch, hier liegt hier noch, ne, hier liegt Blech rum. Aber es ist das einzige Seil, das noch benutzbar ist. Das liegt da oben drauf. Und das musst du also einsammeln. Außerdem gibt es natürlich noch weitere Lootpunkte, die du ja auswürfeln kannst. All diese Stücke hier sind schwieriges Gelände. Das heißt, da musst du dann entscheiden, ob du drüber läufst oder dran vorbei. Aha. Also, das heißt, ich starte von da hinten. Genau, von hier. Diesmal ist das Ding, sonst war das Ei ja immer zentral mittig. Das heißt, jetzt ist es ganz am Ende. Und ich kann nicht hier hin, sondern ich muss noch hier lang und das alles in 8 Runden. Nee, du kannst natürlich hier lang laufen, ne? Also hier dich irgendwie durchschlängeln. Also. So, ne? Aber man kann natürlich nicht ausschließen, dass es hier vielleicht auch geilen Loot zu finden gibt. Okay. Und dann muss ich da hochklettern, sehr wahrscheinlich. Genau. Und wenn ich das Seil dann habe, dann ist fertig, wie dann mit dem Ei. Dann ist fertig, genau. Okay. Okay, das heißt, jetzt kann ich auswürfeln für was alles? Würfel als erstes für Lootpunkte. Mit dem W4, ne? Genau, mit dem W4. Einmal? Ja. 4. Juhu! 4, das ist doch voll. Entschuldigung, von Vorteil. Und die verteile ich gleich. Jetzt darfst du nochmal für Zufallsbegegnungen würfeln. Auch ein W4? Ja, auch ein W4. Oh, komm, jetzt mal was anderes. 3. Alles klar. Dann werden wir die gleich mal verteilen. Und ich glaube, in der Zeit kannst du schon mal aufstellen. So, der Phil hat seine Warband so aufgestellt. Dies sind die Orte der Zufallsbegegnung mit Monstern. Und hier haben wir die Lootpunkte verteilt. Einer ist ein bisschen schwerer zu erreichen, die anderen eher leicht. Und dann sehen wir uns in der Zusammenfassung nach der ersten Runde. Achso, was vielleicht noch interessant ist. Der Flamer-Typ, der auswürfelt, wie viel Munition er kriegt, hat eine glorreiche 1 gewürfelt. Das heißt, er hat ganze 2 Schuss in diesem Spiel. Hoffen wir mal, dass er die auch sinnvoll einsetzt. So, wir sind am Ende von Runde 1 und Folgendes ist passiert. Der Hund von Phil hat einen Random Encounter entdeckt. Das war so eine Wasserqualle. Und die hat er auch prompt gecharged und zerrissen. Also erstmal ganz easy einen Punkt kassiert. Ein Erfahrungspunkt. Dann hat sich hier Deether in Position gebracht, um diesen Loot-Spot zu looten. Etwas weniger spektakulär war von den beiden hier die Aktion, die sind einfach nur schnell nach vorne gelaufen. Sigi, der Flammenwerfermann, hat seine Aktion nicht geschafft, das hat nur einen Schritt gemacht.
und eher ungünstig für den Phil. Der hat hier in der Ecke den Encounter aufdecken und chargen wollen und hat er auch gemacht. Was er nicht geschafft hat, ist, die niederzuknüppeln. Und das wird gleich mal interessant, denn dieser Skeeter, der braucht nur angreifen, um die Fjordheiligung runterzudrücken. Das wird schon interessant, ob der sich da halten kann und vielleicht sogar den Bären in die Knie zwingt. So, wir befinden uns am Ende von Runde 2. Was hat sich getan? In diesem Gefecht nicht viel. Es wurde zwar getroffen, aber der Skeeter ist irgendwie nicht so richtig getroffen worden und deshalb hat er es überlebt. Genauso hat der Skeeter auch zurückgeschlagen, aber es nicht geschafft zu treffen. So, hier gibt es ein wenig Bewegung. Dieser hat es geschafft, den Punkt zu looten, hat dabei ein Netz gefunden. Hat er sich sehr drüber gefreut. Das hängt er sich vielleicht irgendwann über den Schild. Dann Sigi hat sich in diese Richtung bewegt, in Richtung dieses Punktes. Der Punkt ist übrigens erreicht worden von... Kam, wer ist er? Jetzt ist er weg. Oh, alles klar. Von dem Pistolentypen. Hier hat sich etwas getan. Nämlich haben Juan der Wolf und Eddie, der Kettensägenpsycho, haben sich auf diesen Punkt bewegt. Eddie hat es nicht geschafft zu looten und stand dann erstmal da. Dann hat sich in der Genaktivierung dieser Toxic Jelly prompt auf den Punkt gesetzt. Hat gehört, ey, da ist was, da gucke ich mal, wer sich da in diesem Schrott rumwühlt und zack, hat er Eddie entdeckt. Sonst ist nicht weiter passiert und dann sehen wir uns am Ende von Runde 3. Wer ist denn das? Tja, das fragen sich halt manche. Das hat sich auch der Phil gefragt, als er aufgetaucht ist. Tja, der hat nämlich hier gelootet zum zweiten Mal, also den zweiten Lootpunkt gesammelt mit dem Eddie. Und just in diesem Moment taucht der Besitzer auf. Der Besitzer ist nicht so begeistert darüber, dass hier auf seinem Schrottplatz sein Kram genommen wird. Und der wird jetzt versuchen, was dagegen zu unternehmen. Das ist eine Mutanten-Abomination. Und schauen wir mal, wie der Phil damit klarkommt. Word. So, wir befinden uns am Ende von Runde 3. Was ist passiert? In diesem Nahkampf nicht viel. Um nicht zu sagen, gar nichts. Man hat sich zwar gegenseitig irgendwie versucht zu treffen, aber nichts ist gelungen. So, hier hat... Sag mal, wie heißt der Typ mit der Pistole? Mit der Uzi, das ist Bobby. Bobby. Bobby hat hier gelootet. Billy. Bobby gibt es nicht. Bobby ist ein anderer Warband. Alles klar. Also Billy. Und Timo, jetzt konzentrier dich doch mal. Billy hat es geschafft zu looten und sich dann zu diesem Container bewegt, um oben diese Kiste zu durchsuchen. Dann hat man hier den Toxic Jelly umgekloppt. Das war Eddie mit seiner ersten Aktion. Mit der zweiten Aktion hat er gesucht, was dann, wie wir gerade schon gesagt haben, den Besitzer der Abomination-Mutanten hergelockt hat. Der ist auch vorhin gecharged worden vom Deether, aber Deether hat es nicht geschafft zu verwunden, die Abomination aber auch nicht. In Deethers Rücken steht Ziggy mit seinem Flammenwerfer. Ziggy ist ganz schön zickig. Ob der den gleich reinhält und auch den Deezer toastet. Tja, das wird nur interessant.
Der Hund ist irgendwie rumgerannt, viel hat er nicht gemacht und das war so das Recap bis jetzt. Dann sehen wir uns am Ende der nächsten Runde. Es bricht hier alles zusammen. Also wie wir wissen, steht also, er ja schon da. Phil reißt hier alles ab. Ja. Dabei wollte ich einfach nur ein harmloses kleines Recap machen. Mach doch. Aber der Phil muss hier mit seinem Feuer spielen. So, was ist passiert diese Runde? Schauen wir uns mal das Interessante an. Hier hat Dieter versucht, den Mutanten, den Besitzer des Schrottplatzes, umzuhauen. Er war auch mutig genug, um zuzuschlagen. Er war aber nicht geschickt genug, um nicht an den Stacheln hängen zu bleiben. An denen er sich prompt aufgespießt hat, was dafür gesorgt hat, dass er umgekippt ist. Aber Siggi stand bereit, um mit dem Flammenwerfer einmal voll reinzuhalten und hat... Es ist unglaublich, was der Phil hier alles röstet. Guckt es euch an! Das ganze Gelände wird hier. Das Wasteland wird ab demnächst völlig neu aussehen, weil alle Geländestücke niedergebrannt wurden. Das ist ein Wahnsinnseffekt. Macht jetzt mal mit dem scheiß Ding da auf. Ihr wisst gar nicht, was ich hier mache. Was also noch passiert? Auf jeden Fall nicht gut. Ja, der Mutant weggeflamed von Siggi. Eddie hat sich rüber bewegt und steht auch eigentlich hier. Er stand auch einmal hier, bis, wie ihr gerade gesehen habt, für das ganze Gelände abgerissen hat. Was hat sich noch getan? Billy ist hier oben hochgeklettert, wollte auch looten. Das ist ihm aber nicht gelungen. Das ist geil, wenn das so verbrennt, ne? Und auch spannend, dieser Nahkampf. Es ist nichts passiert. Außer, dass One, der Hund, mit einem Charge auch nichts erreicht hat. Also dieser Skeeter ist der tougheste Skeeter im Wasteland. Der wird bald irgendeinen Namen bekommen, sowas wie... Wollte ich gerade sagen. Dann der unsterbliche... Skeeter. Der unsterbliche... Und so ist dann auch, weil das ja vor Ionen gewesen ist hier wieder, ne? So ist auch der Name Cheetah entstanden. Es war eigentlich nur ein Skeeter, aber weil er solche Moves hatte und eigentlich so unfair gekämpft hat, wurde dadurch über die, ne? Es verfälscht sich ja dann durch die Zeit irgendwie, weißt du ja auch, ne? Ist ja auch klar. So, das und kann dann, man ja so herleiten, das ist logisch. Richtig. Und dann irgendwann wird aus Skeeter auch durch Einflüsse von Dialekten vermischt sich das, kulturelle Vermischungen, wird dann irgendwann der Cheetah. Ja. Was sich bis heute immer noch, viel genutzt wird. Und viel auch in den Bereichen Computerspielen als tadellose Beschimpfung eingesetzt wird, um den anderen klar verstehen zu gehen oder den anderen, die auch noch mitspielen, das ist ein Cheater, er spielt unfair, er weicht aus, er nimmt Skills, die nicht von dieser Welt sind, das ist unfair uns gegenüber, somit drückt doch bitte den Kick-Button. Ja, nach dieser Anekdote sehen wir uns wieder am Ende der nächsten Runde. Da steht Eddie und freut sich einen Keks, weil er es geschafft hat, hochzuklettern und das Seil zu looten. Und damit hat er das Spiel beendet. Vorher hat aber Billy es noch geschafft, die Kiste zu looten. Zwar erst mit dem zweiten Anlauf, aber geschafft ist geschafft. Was auch passiert ist, Bern hat endlich den Skeeter vernichtet. War tough. Ein harter Kampf und ohne die Unterstützung von One, dem Hund, hätte es auch nicht geklappt, aber Kill ist Kill. So, und welches Fazit hast du zu diesem Szenario? Was ist das Fazit zu diesem Szenario für dich?
Ja. Ein Skeeter ist scheiße, genau. Und ja, es war ja eigentlich, war ich der Erste jetzt mit einem minimalen Endboss schon mal. Ne, kann man so sagen, oder? Ja. Und ich hatte erst gedacht, nee, den machst du mal nicht an, hast du Angst vor, aber eigentlich doch. Ist eigentlich ganz cool. Ja, ist da einer draufgegangen, ich hoffe, der stirbt nicht komplett. Sonst, sehr cooles Szenario. Und das heißt quasi, ich kann die Map ausholen, das Gebiet gehört mir, richtig? Das ist richtig. Ja, cool, habe ich auch schon Fähnchen drin. Ja, die 3 Bs hier am Start und Disa ist ja noch K.O. Und jetzt gucken wir mal, ob er das überlebt oder ganz fratze geht oder Schmerzen hat. Dafür würfel ich. D10. Eine dafür. D10. Oh, sieht man nicht, eine 10. Auf der 10, genau. So, die 10 ist immer gut. Die heißt nämlich Glück gehabt. Du hast nicht nur das überlebt, sondern die neue Narbe, die du dir durch dich selbst aufspießen zugefügt hast, beeindruckt die ganze Warband und deshalb bekommst du einen zusätzlichen Erfahrungspunkt. Oh geil, Dieter, du geiler Typ. XP, mein Gott, ich schreibe heute wie eine... So, gut, ja. Sonst passiert ihm nichts. Das heißt, den kannst du ins Wasteland schicken und ist auch normal dabei beim nächsten Mal. Ja gut, dann schicke ich... war Elite auch möglich? Ja, alles außer Lieder kannst du ins Wasteland schicken. Und Hunde, also Tiere. Ja, dann... Komm, scheiß drauf. Die drei gehen ins Wasteland. Die vier? Ja, die vier. Mein Boy, was ist denn heute los, ey? 4 Stück gehen ins Wasteland. Ich mache noch ein bisschen zurück und dann ein bisschen auseinander. Dann können wir denen nämlich die Karten da schön vorlegen. So, den noch rein. Das weiß der Deli. Welche waren schon, welche nicht? Bis zu der Karte, die keine Karte ist. Ja, bis dahin. Das waren die schon weggespielt. Waren schon? Diese. Okay. Dann mischen wir einmal. Mischen. Na, das will ich hier einen Kaffee rein. Dieser kriegt den Karo König. Oh, Eddie kriegt die Pik Dame. Meine Fresse. 9. Ach nee, mal 3 oder mal 2? Genau, zwei? Mal 3. Okay. Macht die Bitcam ja, ne? Ja, wir machen die ganze Zeit Bitcam. Okay, das heißt, beim Rechnen 9, 18, 27 und. 18, 20, 3 mal 8, meine Leute. 8, 16, 24, 24. Das sind 40, 21, wir sind 51. Jo, das ist schon eine ganz gute Ausbeute. Ja. 51 dazu. Zu 24 sind 75. Geil. 75 Coins. Bei mir sind es Coins. Bei euch ist es ja wahrscheinlich was anderes, bei mir sind es Coins. So, dann erzähl mal was zum Dieter. So, Dieter, der King of Diamond, der K.O. König. Für ein geiler Name, King of Diamond. Also, während du das Wasteland durchsuchst... Der fährt bestimmt Mercedes. Wirst du von einem gut versteckten Scharfschützen getroffen. Schon wieder getroffen. Du musst einen Agilitätstest machen, gegen die 10. Ja. Wenn du das schaffst, dann lass mal schauen, dann schaffst du es, allen anderen Schüssen auszuweichen und dich unbemerkt an den Typen anzuschleichen. Nachdem du den kaputt gekloppt hast, bekommst du ein Scharfschützengewehr und eine Einladung Liquid Bravery. Wenn du es nicht schaffst, bekommt er einen Treffer der Stärke 7. Boah, was? Das kannst du auch ignorieren, dann lernst du es, dich in Deckung zu bewegen und bekommst 2 Erfahrungspunkte. Oh. Ja, das mache ich. Du gehst in Deckung und bekommst 2 Erfahrungspunkte. Ja, richtig. Alles klar.
Also kriegt Dieter gleich 3 XP drauf. So, als nächstes haben wir die... Den Eddie mit der Pik Dame. Genau. Habe ich den Treffer denn trotzdem? Oder warte jetzt? Nee, du wärst getroffen worden, wenn du es versucht hättest, so, dich okay. an ihn anzuschleichen und dabei gescheitert wärst. Ja. So, dadurch... Alles klar. Gut. Ignorierst den Fall. Du suchst dir einen anderen Weg und bleibst in Deckung. Alles klar. So, cool. Und dadurch, weil ich einer Wegsucher, habe ich auf einmal gelernt, mich verstecken zu können. Aha. Ja. Ja, du guckst halt, ne, wo ist hier die Deckung? Ja. Und, sehr wahrscheinlich, weil er gehört hat, da ist ein Scharfschütze, deswegen geht er von vornherein besser in Deckung und ja, alles klar. So. Also, an einer Bar oder in einer Bar lässt du dich dazu überreden, bei einem Trinkwettbewerb mitzumachen. Ja, das ist normalerweise was für unseren Elvis. So, du musst einen Stärketest gegen die 10 machen. Wenn du es schaffst, dann bekommst du 35 Barter Scrip, ja, oder Coins als Gewinn. Ja. Und außerdem 2 Erfahrungspunkte, weil die Reputation gewinnst. Ja. Und alle so beeindruckt von dir. Sag doch einfach, weil ich in dem Laden die dicksten Eier habe. So. Ja, genau. Wenn du das nicht schaffst, dann trinkst du zu viel, hast einen mega Mörderkater und verpasst das nächste Spiel. Oh! Ohne Eddie. Ja, das kannst du ignorieren, weil ne, du... Gehst auf Nummer sicher, ne? Ja. Machst ganz langsam, mhm, und dann gewinnst du nur, nee, gar nicht. Dann verlierst du D10 Butterscript. Ja, ich mach das natürlich. Ich hoffe, dass Eddie am Start ist. Komm. Eine 4. Reicht das bei Eddie? Ja, weil ich habe unmodifiziert, habe ich bei Eddie 6 Stärke. Dann reicht das. Mega. Also Eddie hat nochmal 2. Ja. XP drauf. Und du gewinnst 35 Scrip. Eddie 2 XP. Mega. 35 nochmal drauf? Ja. Oh, dann bin ich bei 110. Mega. Das gefällt mir. Das Level war gut. Super. Du bekommst dann auch noch 5x5 Grip für die geloteten Plätze. Also nochmal 25. Genau. Ja, 135. Geil. Und Kohle von deinen gehaltenen Feldern, ne? Genau, gibt es noch Kohle von den gehaltenen Feldern. Das sind nochmal 10, ne? Ja. Das sind 2 Wüstenfelder, oder? Ja. Also, das ist ja 45, ja.